Soundcheck, Soundcheck. So sieht's aus. So, und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend zu einer wunderbaren Folge Space Engineers, zu einer neuen Folge Space Engineers. Und wie ihr sehen könnt, es läuft dermaßen flüssig. Das kann ja leider nur eins bedeuten. Korrekt, wir haben neu gestartet. Bevor jetzt wieder alle sagen, ja, tut mir leid. Wir haben aber unsere Gründe. Fangen wir kurz an. Punkt A. Es war als Klient immer weniger spielbar. Bedeutet also, wie gesagt, ein Michel und auch ein Dodger hatten unheimliche Probleme mit Ruckladen, mit Performance etc. Und es könnte halt auch daran liegen, dass wir etwas übertrieben haben. Also zumindest mit unserer Grundbasis, ne? Mit dem zweiten Hangar dabei und alles über Schienen verbunden und war vielleicht einfach ein bisschen viel. Punkt B, natürlich, wie gesagt, diese Zerstörung durch die Meteoriten. Das ist halt auch immer sehr, sehr performancelastig für das ganze Spiel. Und dann kommt halt einfach noch dabei, Silizium, ne, ist das. Silizium, Bomben 1. So. Dann kommt halt einfach immer auch noch dabei, dass wir ja schon länger darüber gesprochen haben. Wir wollten ein Großprojekt starten, also ein riesengroßes Schiff, was dann in der Lage ist, uns von Planet zu bringen und eben auch mit dem wir dann andere Planeten erkundigen können. So, das Ganze hat sich dann jetzt ein bisschen hin und her gezogen mit Diskussionen, mit Überlegungen etc. Und lustigerweise, so aus dem Nichts, kam da Nudel und sagte: Ey, Schütze, lass mal so ein Großprojekt zusammen starten. Ja, kommt natürlich relativ gelegen, wenn das eh schon mal im Raum stand. Nur haben wir uns dann auch überlegt, wir werden das eben ohne Mods machen. Aus dem einfachen Grund, die Imba haben ja auch sehr viele Stationen und sowas gebaut, was auch alles gewünscht war von uns. Ne, versteht mich bitte nicht falsch, das haben wir uns ja auch so gewünscht. Hat aber eben auch wiederum für Performance-Probleme gesorgt. Und das sind halt alles so die Sachen, wo wir dann jetzt eben zu übergegangen sind, wo wir dann gesagt haben, ein Neustart wäre zumindest an dieser Stelle für uns das Simpelste oder eben vielleicht auch wirklich das Einfachste. Haben wir jetzt gemacht. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Wir versuchen oder ich werde dafür versuchen, diese Serie auch mit euch als Serie identifizierbar zu gestalten. Und wir werden natürlich auch versuchen, es diesmal länger durchzuziehen. In der Hoffnung, wir haben also auch die Einstellungen so gewählt, dass es an sich relativ angenehm sein sollte für den PC oder eben für die Performance. Und auf lange Sicht ist auch ein Server angedacht. So, das genug zur Quatscherei. Ansonsten war ich ja jetzt länger nicht mehr da. Ich bitte das nochmal zu entschuldigen. Es gab da familiär einige Sachen, die also dann doch belastend waren. Genaueres dazu werde ich dann auf unserem Discord erwähnen oder erläutern etc. Die ein oder andere Person weiß Bescheid. Ich hatte aber darum gebeten, das für sich zu behalten und freue mich auch, dass diese Person das gemacht hat. Ja, und jetzt kommt das, was immer am Anfang kommt, ne? Wir müssen buddeln, buddeln, buddeln. Ihr kennt das Ganze ja. Ich habe die Spawn Distance von meinen Kollegen auf 1000 Meter begrenzt. Also theoretisch sollten die eigentlich irgendwo bei mir in der Nähe gelandet sein. Hoffe ich zumindest. Also ich bin im Weltall gelandet. Hä? Wieso das denn? Keine Ahnung. Hast du Ich nicht sag mal, gemacht, ich guck mal. Like Drop Pod? Das musst du immer machen, ne? Du musst trotzdem den Erden-Drop Pod immer anwählen. Immer. Ja. Hab ich gemacht. Ich bin trotzdem im Weltall irgendwie gelandet. Okay, aber Was ich auch mit noch diesem. komischer finde, du hast ohne Mods, ne? Ja, komplett. Wieso habe ich denn jetzt hier auf einmal ein Schiffspack und alles gefunden mit einer Drohne? Ja, das gibt's auch so. Die gibt's doch Vanilla, Das oder? gibt's auch genau. Also Okay. Drohnen und Piraten gibt's auch so. Schon immer. Jo, ich habe hier ein Schiffswrack mit Drohne und das gefunden. Oh. Ja, aber das wäre trotzdem scheiße, wenn du jetzt da weißt, Gott, wo bist. Houston, the drop pod has landed. Und du bist Wie auch in steige der ich Nähe aus? vom Eissee? Jawohl. Sehr schön. Wie steige ich aus? F. F wie verlassen. Macht er nicht.
Komm, jetzt dauert ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, gib ihm doch mal einen Moment. Er ist noch in der Ladephase. Oh Gott, ich sollte das Gas runterstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe einfach mal alles auf episch gestellt. Das ist schwierig bei dem Spiel. Vor allem, wenn man 15 Kilometer Sichtweite hat. Leck mich doch am Zirkerli. Geht das hier überhaupt weiter runter? 90 Bilder, passt. Hä? 90 Bilder? Ja, das ist erstmal nicht so wenig. So, schon mal hier hin, ne? Produktion. Mach mir mal Gravel. Na Junge, ich will 3000 Gravel von dir haben. Das ist natürlich Quatsch, will ich nicht, aber. Oh. Hier doch nichts über Stufe 1, Rohre, ich hab's vermisst. Es lebt! Hi zusammen! Hallo lieber Scharkunz, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn so an diesem Samstagabend? Aufnahme läuft aus. Ich wollte auch noch meine Festplatten ersetzen. Ich habe ja Festplatten gekauft. Extra für euch, damit bald alles flüssiger läuft. Hoffe ich zumindest. Aber ich habe sie noch nicht eingebaut. Muss es zugeben. Schande über mich. Schande über mich, Schande über meine Kuh. Ach, ich könnte ja auch mal Licht anmachen, ne? Dann würde ich ja sehen, wo ich hinbuddel. Das wäre ja auch gar nicht so schlecht. Kannst du auch den Marker setzen, den wir sehen? Ja, klar. Natürlich kann ich Marker setzen. Moment. Ich muss ja eben meinen Gang ein bisschen hier mal optimieren. So. Quatsch, wieder falsche Taste. Mein Gott, ich bin aber auch ein bisschen raus. Das läuft vor allem alles hier so schnell. So, Copy to Clipboard. Kommst du dann irgendwie runter, Michael? Guck mal, den müsstest du jetzt in deinen GPS eingeben können. Wie ging das nochmal? K, also mit K das Menü öffnen, dann hast du rechts GPS stehen. Jawohl. Und da müsstest du jetzt einfach linke Seite Schütze 3, 1 stehen haben. Und das kannst du jetzt aktivieren und dann siehst du. Immer sichtbar, genau. Ja, geht soweit, wenn man Samstagabend am PC sitzt. Ist okay. Bitte? Ich hab den Knopf gedrückt, das geht. Der geht. Und wie weit bist du weg? Bin da. Tatsächlich, seh dich schon. Cool. Oh, viel low. Ja, hast du deine Flasche nicht mitgenommen aus dem Dropbox? Ups. Aber Samstagabend am PC sitzen ist auch eigentlich was Feines, Scharkunst, oder nicht? Also ich find's gut, ist mal so der erste Abend, wo ich wieder ein bisschen was abschalten kann. Hoffe ich zumindest. Mal gucken, was jetzt kommt. Fängt ja schon gut an mit Michel, der irgendwo im All sitzt. Ja, 150 Kilometer entfernt. Tja, also killst du dich jetzt oder kommst du mit irgendwas? Ich guck mal, ob ich zu dir komme, ansonsten gehe ich drauf und spawn bei dir, fertig. So, da unten liegen schon Steine, du darfst gerne weitermachen. Das Survival Kit hast du ja. Theoretisch, ja. Hallo, so. Ich versuche übrigens einfach irgendwie in Richtung Eisenader zu buddeln, aber halt so, dass wir hier ohne Jetpack rein und rauslaufen können, weil dann sparen wir uns das Eis. Das denke ich ist ganz praktisch. Ja, oder du zimmerst dir halt da oben was zusammen und kommst direkt mit Platin. Vielleicht ist das ein Zeichen oder eine Möglichkeit, dass du da oben bist. Wer weiß das schon? So, ab in den Sitz. Achso, genau, die können wir ja mal rausnehmen. Euch können wir mal da reintun. To read, create GPS Marker. Okay, danke. Unknown Signal. Müsste jetzt nicht irgendwo hier die Station sein? Ne, muss ich jetzt aktivieren, ne? Na, da. Und? 24 Kilometer haben wir eine Station, das ist aber auch geil. Das ist richtig gut. Also der Startplatz hier, der ist absolut genial. Wird bei mir später. Dodger, kein Stress, wir haben jetzt erst angefangen, wie du siehst. Also von daher, mach in aller Ruhe. Wir warten. Wir warten, mein Lieber.
Sehr schön. Einfach in den Container, ne? Alt, mittlere Maustaste, dann schmeißt du alles raus. Vielleicht erinnern sie sich. Bärchen, mein Lieber! Schön, dass du dabei bist und vielen, vielen lieben Dank für dein Sub. So, da sind es schon vier. Guten Abend. Hi! Schön, dass du dabei bist und endlich wieder Space Engineers, oder? Ist das nicht schön? Ich freue mich tatsächlich auch und es läuft so schön flüssig. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Es läuft so schön flüssig. Ah, und wir sind endlich hier am guten Stein angekommen. Man merkt das, da wird doch mal der Rucksack voll. So, Wechsel. Nicht einfach sinnlos in der Gegend rumballern. So. Es läuft so schön flüssig noch. Ja, ich fürchte es auch, Zara, aber wir bleiben dran. Was wollte ich denn eigentlich herstellen? Eigentlich ein Hemd. Was brauche ich für das Hemd? Was ist es denn hier? Wo ist das Ding denn bei? Ne, Buttonpanel. Den Cockpit, glaube ich, ne? Da ist es bei Helm, heißt das Ding, genau. Wir brauchen einen Fuß. Okay, bauen wir einen Fuß. Tada! So, jetzt aber. Helm hätte ich gern. So, sind die jetzt wirklich erfolgreich in der Produktion? Ja, ich habe so das Gefühl, einmal zu viel. Ich glaube, wir machen noch mal so. Dann nehmen wir noch mal das Ding. So, alles drin, sehr schön. Jetzt nehmen wir das. Und dann produzieren wir doch noch mal. Mach mal 100 Stapler. Na, 100 ist zu viel. Ja, aber er sagt mir doch hier, ich habe noch Inventory. Doch hier noch Stahlplatten. Warum nimmt er die denn nicht? Arschloch. So, was brauchen wir noch? Dreck. Wo habe ich das Gyroskop? Hallo krasses Tuning. Einen schönen guten Abend. Schön, dass du auch dabei bist. Server oder dein PC? Aktuell noch mein PC. Michel hat aber einen Server. Den wollen wir auch nutzen. Wir haben auch diesmal keine Mods drinne. Mit Absicht. Weil wir, wie gesagt, ganz entspannt unserem Projekt nachkommen wollen. Allerdings ist das ein reiner FTP-Server und ich hatte jetzt keinen Nerv und auch gar keine Lust, sorry, mich damit auseinanderzusetzen. Das kann dann irgendwer machen. Deshalb nach aktuellem Stand ist es mein PC. So, wo ist er? Jetzt hat Gyroskop hier. Sag doch mal. Ich finde es nicht. Batterie? Nee. Ja,
Bin ich, ach so, da ist es doch. Ja, ich bin blind. Was muss ich dafür bauen? Ein Cockpit muss ich fertig bauen. Ja, okay, dann baue ich das Helm fertig. Ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir ja hin, ne? Dann gehen wir mal eben auf die Produktion, setzen das nach hinten, dann produziert er auch das, was uns fehlt. Und dann läuft das doch. Wie spawnt schon wildes Abel? Ja, juckt mich nicht. Zuschauerserie, eieieiei, Bärchen, 35 Streams in Folge, das ist aber auch eine Menge, ne? Überleg mal, ich hätte diesen Stream nicht mitbekommen, hättest du. Ich hätte dir geschrieben spätestens, wenn du jetzt nicht zeitnah gekommen wärst. Bei Space Engineers Bärchen, das weiß man doch. Oh ne, das ist aber nicht schön, das machen wir nochmal besser. Das weißt du doch, Bärchen. Nochmal, wie gesagt, kurz hier alles nochmal einstellen und auch erstmal wieder darauf klarkommen, dass ich wieder hier bin, Mensch. Ja, alles schon was länger her, ne? So, jetzt aber Gyroskop, guckt mal da. So, zack, das hätte ich gern. Das fehlt alles dafür. Oh nein, was fehlte dafür? Large Steel Tube, ne? Dreck. Large Steel Tube habe ich hier drunter. Ich weiß es. Lästig. Meine ich zumindest, ne? Ich meine unten in den Dingen. Sarazani hat dich kontaktiert, der Ehrenmann. Eieieiei, allerdings, allerdings. So, wie komme ich denn jetzt da unten dran? Gute Frage, ne? Müsste ich eigentlich buddeln. Oder kriege ich irgendwo anders Large Steel Tubes her? Ja, vielleicht aus einem anderen Signal, ne? Da können wir noch warten. Vielleicht haben wir Glück. Die kann der nämlich nicht herstellen. Ungünstig. Seht ihr, der kann keine Large Steel Tubes. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Naja, so ist es halt, ne? So ist es halt. So, der hat schon keinen Stein mehr. Was ist denn hier der Nudelmensch? Der wollte doch Stein abbauen. Mal gucken gehen, was der hier so macht. Ja, ne? Ich habe übelst Verzögerung drin. Ne? Ich heb die Brocken auf und eine halbe Minute später verschwinden sie irgendwie. Huch, okay. Läuft mal irgendwas im Hintergrund bei mir? Also abgesehen vom Stream. Ich gehe jetzt mal hier senkrecht runter, buddeln wir uns nachher im Zweifel wieder hoch. Muss ja hier irgendwie mal vorangehen. 21 Meter bis zum Alten. Naja gut, vorangehen mit dem Stufe 1 Bohrer ist halt auch so eine Sache, ne? Aha, da unknown Signal. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist. Also da müssen wir uns halt nachher irgendwie hier ein bisschen so. Weißt du, so dass man hier dann wieder rausgehen kann. Kriegen wir schon irgendwie hin. Also das finde ich ganz cool, dass wir das erstmal so ohne Jetpack hinkriegen. Spart nämlich eine ganze Menge Ressourcen. So, rein damit. Dann können wir den. Gehen wir uns nochmal aufladen. Nicht wahr? So, dann können wir mal zum Beispiel noch Erzdetektor. Ja, darf Antennen benutzen. Beacon, den können wir zum Beispiel, der ist ausgeschaltet. Sehr gut, die Antenne schalten wir auch mal aus. Die 400 Watt können wir uns sparen. So, Rest passt erstmal, ne? Dann noch einblenden. Alles mal hier. So, Showblock in Terminal, zack, wunderbar. So, unknown Signal da drüben, wie viel ist man in meiner Flasche? 100, das ist akzeptabel. Ich hole mal gerade ein unknown Signal, in der Hoffnung, dass da Large Steel Tubes drin sind. So, die Eisenader scheint sich relativ lang zu erstrecken, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal unseren Tagebau gesichert.
Ja, da soll man hier erstmal eine kleine Station eröffnen mit einem fixen Bohrer. Nee, ne? Nee. Können wir auch machen, direkt überreisen, warum nicht? Ja, lohnt doch nicht, oder? Wenn wir doch, wie gesagt, gleich da hinten hin wollen, was sollen wir denn jetzt hier anfangen? Wenn wir da hinten den ersten Bohrer stehen haben, dann geht es doch eh mehr ab. Hast du nicht auch noch einen Drop-Pod? Ja. Ja, den könnten wir ja gleich auch rüberholen. Dann haben wir Zwei zwei. Kilometer in Ja, die Richtung, wo ich ist ja nicht schaue. schlimm. Ich baue jetzt gerade so, dass wir mit meinem gleich wegfliegen können. Also rüberfliegen können. Dann kannst du nochmal sagen, wo du das hinhaben willst. Dass wir da direkt die ganze Struktur haben, weißt du? Ist das so laggy? Das war doch So, und dann jetzt auch nicht so. können wir dahin ja, dass wir vielleicht die Sichtweite zu hoch oder doch noch zu viele Details Nee, drin. deswegen hast du ja keine Lex oder so. Oh, wenn du die Details hoch hast schon. Da musst du ja dann alle erstmal ziehen. Ich sehe gleich jemanden laufen. Nee, denke ich nicht. Ich habe, wie gesagt, die Flasche auf 100%. Ich habe das ja überprüft. So, dann hätten wir da aber beide Drop-Pots stehen, weißt du, und dann könnten wir schon mal die Grundversorgung zumindest ganz gut sicherstellen, obwohl eigentlich brauchen wir für den Anfang ja eh nur Stahl, ne? An sich braucht man ja für den Anfang nur Stahl. Stahl, Stahl und noch mehr Stahl. Und Silber wäre halt echt geil, dann können wir gleich schon Kryokammern bauen. Hui. So, immer noch keine Large Steel Tube. Schlecht. Also, wie gesagt, theoretisch müsste ich unter meinen Drop Pod. Ah, ja, mal eben. Hoppala. Upsi. Habe ich nicht gewollt. Da will ich dran. Zack, da ist nämlich ein Large Steel Tube. So. Alles klar, Nudel. Aufsetzen. Bring noch Engel? deinen Stein mit. Hältst mich nicht? Na sicher das. Hoffentlich wird er nicht zu schwer. Ach, wird schon. So, das kann nur gut gehen. Achso, du hättest dich auch innen einfach in den Sitz setzen können. Alter, ich drücke F und nach 4 Sekunden setze ich hin. Das Ich habe jetzt war. alles auf Medium gestellt. Moin! Okay, das ist Bäume komisch. von 10 Kilometer auf 1 Kilometer runter, Gras auf 50 Meter. Okay. Keine Ahnung. Hallo Flo, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Kann ich dir da nicht direkt beantworten, um ehrlich zu sein? Hast du auch so ein Delay, Michel? Bei mir läuft alles relativ flüssig und ich bin im Weltall. Vielleicht genau Ich habe ein deswegen. Raumschiff gefunden. Das funktioniert. Oh Gott, wir werden alle sterben. Vermutlich. Wegen Michel oder? Sollen wir abgeben? Ach Quatsch, das geht. Sei froh, dass ich nicht noch Triebwerke für nach vorne und nach hinten gebaut habe. Was meinst du, wie es dann abgehen würde? Ja, wie fließt du jetzt vorwärts? Ne, das Gyro oder was? Ja, klar, indem ich uns nach vorne neige. Das macht das Ganze ja auch so schwierig. Muss ich uns ein bisschen bremsen hier? Ich fliege halt ein bisschen, weil wir haben ja den Erdscanner. Theoretisch müssten. Ey, das ist eigentlich eine geile Idee. Warum bin ich da denn nie früher drauf gekommen? In dem Moment, ne, wo wir Large Steel Tubes und sowas bauen können, bauen wir hier einfach noch drei, vier Triebwerke dran für vor, zurück, links und rechts. Und dann haben wir schon unseren ersten Erdsucher. Hier ist doch ein Erdscanner dran. Zugegeben kleiner, aber. Mein Gott, über die Fläche fliegen ist halt immer noch cooler wie fahren, ne? Also geht.
So, wo wolltest du jetzt hin am Eis? Also du willst nicht hier in die Landschaften Trockendock reinballern, sondern da irgendwie über die Länge. Ja, irgendwie rechts vom See, auf jeden Fall auf der rechten Seite an die Steinklippe, dass es nicht so in nirgendwo steht, wisst ihr, dass es schon irgendwie Kontakt zu der Bergflanke hat oder so. Ach so, ja, ich hätte es halt wie gesagt hier angesetzt. Hier voll reingeballert. Dass es halt wirklich so ist, dieses Trockendock sitzt hier am Ende von diesem Bereich. Aber ist ja Ich egal. würde echt diese gerade Flanke nehmen, rechts, die von Natur aus schon da ist. Ja, so gerade ist die nicht. Dann müsst ihr mal gucken, wie das Skript sich hier ausrichtet, ne? Hey, Oder ist man da braucht ihr individuell? Mitspieler? Ich habe Langeweile. Hallo Cosmo Ray, erstmal schön, dass du da bist. Vom Prinzip her sind Mitspieler immer willkommen, aber wir wollen immer erst eine Vorstellungsrunde haben. Das ist schwierig, wenn wir live im Stream sind. Weil wir hatten schon Leute, die kamen dann rein und das hat definitiv nicht gepasst mit uns. Aber wenn du Lust hast, dann lass dich doch mal im Discord blicken, dann quatschen wir mal und eventuell bist du dann ab morgen mit am Start. Oh, wieso geht der nicht runter? Ach so, weil es hier nicht Steuerung ist, sondern C, ne? Genau, wir sind ja nicht in Star Citizen. So, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Sarazani. Da wäre der Discord-Link, wenn du Lust hast. Wir würden uns freuen. Und dadurch, dass das dann unter Umständen vielleicht bald in den Server umgemünzt werden soll, müssen wir halt eh gucken, dass wir da mit Whitelist und arbeiten. So, wo setzen wir uns rein? Hier mittendrin. Dann hast du nach links und rechts Jo, im würde ich Prinzip sagen, den ne? Platz. So, ich versuche mich mal direkt relativ an den Berg zu sehen. Dann seid ihr ja viel weiter als ich. Wie meinst du das? Wir spielen als Team, also es ist kein PvP. Wir spielen hier als Team. Na komm. Ein bisschen noch darüber. So, dann haben wir nicht so einen weiten Weg. Wir haben gleich Ressourcen hier. Wir können erstmal horizontal in den Links rein, weißt du? Ja, deswegen will ich uns schön nah da dran setzen. Dann braucht man nicht so viel laufen. Na komm. Pup. So. Wir sind gelandet. Ja, Zack. viel kritischer, ich weiß. Ach, dachte jeder baut ein bisschen. Nein, wir machen ein Gemeinschaftsprojekt. Ein sehr, sehr großes. Ja, dann lade dich doch hier auf, mein Lieber. Kannst dich doch hier aufladen an dem Dingen. Da steht kein Zugriff. Ach, shit. Da musst du doch Ich was glaube, man muss sagen. wieder das Grid erlauben erst, ne? Irgendwie sowas machen Ja, kann. musst du doch sagen. Erstmal hier befördern. So, und dann muss ich, genau, ich muss hier dran. Info? Nee. Share with my faction. Guck mal, sollte jetzt theoretisch schon funktionieren. Und? Kannst du da dran? Dieser O2-Generator ist auch Eis drin. Kannst du da so eine Flasche voll machen, wenn du mal. So, und was noch viel schöner ist. Jetzt geht's. Guck mal da rein. Hier ist schon ganze, hier sind schon 51 Stahlplatten. Dadurch, dass wir zwei schon so richtig schön viel gesammelt haben. Also du kannst theoretisch schon anfangen, wenn du willst. Sie keine Stahlplatten. Metallgitter, Stahlrohr, Herstellungskomponenten, Metallschrott. Und da unten die 51 Stahlplatten siehst du nicht im Ach so war Survival-Kit. das. Warte mal, hier Zeigel verbunden. Ja. Ja, wie das war. Wo produziert man hier überhaupt? Unter Produktion. Und das ist hier wegen dem Survival-Kit, weil wir halt ganz am Start sind. Survival-Kit, dann Produktion. Dachte, jeder baut ein bisschen. Nee, wir bauen zusammen. Also es kann sein, dass später dann mal Bots geaddet werden. Ne, dass wir halt hier auch ein bisschen Action reinkriegen, ein bisschen Würze. Aber bis dahin, nö. So, dann leg mal los. Ich würde vielleicht sagen, fang hier an. Weil wie du siehst, ist hier eine Kuhle drin. Siehst du das? Wie Baust ändere ich die dich. Ausrichtung? Hä? Wie kann ich den Block jetzt nochmal drehen? Q und Dings geht Boah, nicht. einfügen, entfernen, Position 1, Ende, Bild auf, Bild ab. Aber normalerweise guckst du einfach in die Richtung, nimmst den in die Hand und dann entsteht er. Das ist meistens am praktischsten. Wenn du nochmal auf die Zahl Ah, drückst, alles dann klar, ja. hast du auch direkt einen großen Block. Ne? Also auf 4 sind kleine Blöcke, drückst du nochmal die 4 Weil auf da den stelle großen ich mich Block. jetzt einfach mal hier hin.
diesen Punkt, guck in die Ferne auf dem Eis. Genau. Da haben wir ja eine angenehme Grid-Ausrichtung. Ja. Das letzte, das Ding, wie gesagt, ruhig da relativ knapp, also relativ tief, so wie es geht. Dann ziehst du einmal eine gerade Linie hier rüber. Ich produziere in der Zeit noch ein paar Stahlplatten. Mal so 100 für den Anfang. Wir brauchen eh mehr. Und wenn wir dann hier drüben sind. Hast du den jetzt nicht gesetzt? Ne, ich muss erstmal Stahlplatten in die Hand nehmen. Achso, ja, das musst du machen. Du musst, nimm ruhig alle mit. Nimm ruhig alle mit, die da sind. Ich buddel hier erdnah, ne? Das wird ja alles mal abgetragen, vermutlich. Oder glatt gemacht. Naja, wird dann eh Fundament überzogen sein, alles. Ich mach mal hier, das werden wir ja auf jeden Fall abtragen. So. Ich glaube, ich muss nochmal starten oder so. Ist der jetzt ein Klick, ne? Und zwei, ja, drei. Nochmal. Also bei mir, wie gesagt, läuft jetzt nichts im Hintergrund, außer das Spiel und der Stream. Da ist aber wirklich auch mit deinem Internet. Ja, ich will placen, weißt du, und 3-4 Sekunden später macht das erst. Oder du hast echt, wie gesagt, irgendwas mit dem Netz. Du weißt, wo wir das mit dem Netz haben. Ich hab's mich gerade benutzt. Ganz normal hier. Ich Netzboss und hab's sofort. Ich da. Hab hier keine Probleme. Das ist schon mal sehr beruhigend, das heißt nämlich, es liegt nicht an mir. Beruhigt mich immer. Ich finde das immer gut, wenn ich nicht Schuld habe. Ja, klar. Das ist ein Ausschlussprinzip arbeiten. Ja, richtig. Bin's nicht. So, ausgeschlossen. Außerdem Cosmo. Ist ja eine schöne Sache, wenn wir gegeneinander spielen würden, aber das ist ja dann unfair. Du kannst ja immer im Stream sehen, was ich mache und wo ich bin. Das ist ja dann auch doof. Wie, es liegt nicht an Schütze? Das kann nicht sein. Doch, Scharkums, ab und zu geht das. Wir haben nämlich auch, oder ich habe ab und zu das Glück, dass der Zara dann sagt, ich war's. Das ist, es hat sich hier viel verändert in der letzten Zeit. Viel verändert. Das geht inzwischen alles. Ich brauche nicht speichern oder so, ne? Einfach rausgehen. Nö, läuft ja, liegt ja bei mir im Prinzip. Deswegen. Aber gibt es hier irgendwie Spiele in der Netzwerkqualität, die man einstellen kann? Oder? Normal nicht. Also normal nicht. Wenn du nicht irgendwas im Hintergrund hast, dann. So. Also ab hier so ungefähr müssten dann die Bohrer arbeiten. Die ersten zumindest, ne? Wie weit wollen wir da rein? Achso, na, lass doch hier noch ein paar Dinger weg. Soll das Dock bis hierhin gehen ungefähr? Da würde ich jetzt anfangen. Also zum See rein entsteht das Loch. Hä? Damit wir hier zum Hügel hin ein bisschen Freiraum noch haben für Container und so, ne? Also, das hier wäre die Außengrenze. Das wäre die Außengrenze, genau. Also ich würde sagen, das ist dann aber auch unsere Grundfläche, weil das Trockendock ist doch gerade erhöht, weil wir bauen ja was. Also ist ja aus dem Wasser raus. Weißt du, wie ich meine? Ich sehe dich, aber hier kommt ja das Loch hin, also hier wo ich jetzt stehe. Was für ein Loch denn? Na, die Aushöhlung. Hier würde ich die Bohrer rüberbauen. Richtung, gibt es hier keinen Kompass? Das doch kommt aus der Lücke. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, wir buddeln da in den Fels jetzt rein. Jetzt, um an andere Ressourcen zu kommen. Das Trock würde ich hier anlegen. Hier eine Ausschalung machen. Warum machen wir nicht hier die Ausschalung zum Felsen hin? Weil wir da deutlich mehr Material wegnehmen müssen, oder? Ja, ist doch scheißegal. Wir fangen doch erst an. Wir müssen ja eh erstmal eine Grundbasis bauen. Das heißt, du würdest dann erstmal mit Horizontalen abschälen, oder wie? Ich würde versuchen, hier einen Bohrer hinzubauen, der praktisch von hier nach hier jetzt arbeitet, zum Beispiel.
Und dann halt auch nach vorne ausfahrbar ist. Keine Ahnung, kriegt da ein Rädchen drunter oder sowas, dass er nicht zu viel wabbelt. Und go. Deswegen halt meine Frage, weil dann würde ich jetzt gucken, ich sage jetzt mal, wie weit gehen wir nach hier? Ne, das hier wäre jetzt zum Beispiel meine Außenkante. Ja gut, da machen wir das Loch innerseits. Also quasi da, wo jetzt der Baum steht. Ja, so hätte ich mir das jetzt also in Richtung Felsen halt. So, okay. Und halt ein Trockendock ist ja wie so eine Schüssel. Also bauen wir halt von hier an dann so eine Schüssel. So, das ist jetzt nur eine Seite, ne? Ich würde also praktisch von der Mitte einmal nach vorne, einmal nach hinten arbeiten wollen. Das Problem wird natürlich sein, dass wir den Felsen wegnehmen müssen und da müssen wir theoretisch nochmal nach unten wegnehmen, ne? Ja, aber nicht so viel, würde man sagen, vom Gefühl her. Wir können das ja, wenn wir das Schiff nachher im Dock haben, ja. Wir können das Schiff ja auf einer Aufhängung platzieren. Wir müssen es ja erst sowieso mit dem Grid verbinden. Ja, ja. Ich würde es an der Aufhängung mit zwei Kolben machen. Das Nee, auf keinen Fall. Nicht mit Kolben. Nein. Meinst du nicht? Nein, auf keinen Fall. Bei der Größenordnung auf gar keinen Fall. Wir könnten einen Merge-Block nehmen, dass wir hinterher wirklich einfach nur abkoppeln brauchen und fertig sind. Ja. Aber auf keinen Fall mit Kolben. Das ist unser Tod. Hallo lieber Jobri, schön, dass du da bist. Vielen, vielen lieben Dank für die 100 Bits. Nee, auf Kolben auf keinen Fall. Du weißt genau, was mit Bohrern passieren kann. Mit deinem Kran, selbst wenn der fix ist. Lass uns das nicht tun. Ich hätte es einfach gesagt, dass das Schiff auf den Kolben aufliegt, dass man es mal ein paar Meter oben oder unten verschieben kann. Nee, dann lass uns das lieber irgendwie halb in der Luft schweben haben oder sowas. Aber in den untersten Dingern brauchen wir ja eigentlich eh nur einen leeren Raum schaffen. Das soll ja alles Hangar werden, ne? Kann man dann so machen, ja. Wie gesagt, erstmal müssen wir hier. Ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal das Dock bauen. Das wird noch garantiert genügend Arbeit brauchen. Spielt ihr schon wieder das geilste Spiel der Welt? Korrekt. Frechheit. Wieso? Ja, das ist das geilste Spiel. Ich überlege gerade, wie viel wir nach unten gehen. Also unterhalb dieser Fundamente jetzt. Ich würde also sagen, wir könnten 10 Blöcke nach unten reicht locker aus. Wenn du dir das hier anguckst, guck mal, bis wohin das ungefähr geht. So, wir könnten jetzt natürlich auch hingehen und ein bisschen stumpf sagen, okay, wir haben hier 3 Blöcke Luft oder sowas, die wollen wir nach unten schälen. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. 3 Blöcke nach unten? Ich würde weiter nach unten gehen. Ja, okay. Das Schiff wird hoch, ne? Wir haben 5 Decks nach meiner Planung bis jetzt. Ja, aber ich würde das halt nach oben bauen, weil... Ja, okay. Weißt du? Ich hätte so gedacht, dass das Flugdeck quasi, das Mittelschiff quasi, ja, hier auf Bodenhöhe ist. Ach du Scheiße, nee, das hätte ich nicht. Aber ich hätte es jetzt auch noch höher gedacht. Also bei 5 Decks, wenn du überlegst, du brauchst ja immer 1 Luft, damit wir da durchrennen können. Das heißt, du hast 3 Blöcke, hast du schon mal pro Deck mindestens. Ja, genau. Bei 5 Decks hättest du schon mal 15. Wenn du jetzt aber sagst, da sollen Hangar für Flieger rein, die brauchen ja mal mindestens 4 Luft. Also da sind wir schon bei 4, 5, genau 4, 5 hätte ich auch gedacht. Ja, 6 bist du. Weil, also die klassischen Hangar-Tore können 4 Blöcke schließen. So, du willst ja aber oben und unten auch einen Boden oder eine Decke haben. Ihr baut ein Schiff im Berg. Ja, nicht ganz. Wir bauen jetzt erstmal eine Hangar-Jobi. Wenn wir das Schiff nämlich nicht anheben können, deswegen meine Idee mit dem Kolben, dann sind wir nach unten begrenzt. Ja, ist richtig. Das wollte ich halt vermeiden. Ja gut, wir können im Zweifel noch weiter drunter bohren, aber ich würde das Ding eh auf 3, 4, 5 Blöcke in der Höhe setzen. Würde ich einfach machen für uns. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt 3, 5 in die... Scheiß drauf, wenn wir 10 in die Höhe gehen, und da das Flugdeck andecken in 10 Blöcken über uns. Ja, wir können auch 20 Blöcke über uns machen. Und 10 nach unten bohren. Ja. Dann sollte das doch hinhauen, oder? Ich denke auch. Aber wie gesagt, das interessiert ja keinen. Wir sind hier frei. Das ist ja das Geile an diesem Spiel. Abend zusammen. Auch nicht schlecht. Ich habe jetzt erst die Meldung bekommen, dass du live bist. Hallo Jamie Lee, schön, dass du da bist. Dann würde ich sagen, 2 Kolbenlänge ausgefahren nach unten. Das müssten sein, etwa 20 Meter, sind dann in etwa 8 Blöcke. Ja, passt. Shift anheben geht immer, hab da ein Mega-System gebaut. Deine Systeme haben immer so viele Skripte, Jori. Das musst du sein. Ja, natürlich, tut mir leid. Jori, die Skripte waren geil. Es verträgt sich halt nur einfach nicht mit Multiplayer. War nicht gut. So, jetzt die Frage, wo schälen wir als erstes ab? Schälen wir von hier hinten erstmal geradeaus rein? So 10 oder 20 hoch? Ich würde sagen, da wir hier fast am Scheitelpunkt sind, hier, wo das ins Gelände reingeht,
wäre, glaube ich, das cleverste ein Bohrer, der von hier aus, wo ich stehe, Richtung Stein geht, dass hier die erste Abschabung schon gemacht wird. Aber das ist doch noch nicht breit genug, oder? Nee. Deswegen. Deswegen, man hat halt noch keine Proportionen. Also, ich würde vorschlagen, wir bauen erstmal einen Bohrer, der hier weiter reingeht. So ungefähr bis hier. So, und dann, wie du sagst, wir sind am Scheitelpunkt, dann gucken wir mal, dass wir irgendeinen bauen, der nach links und rechts geht. Ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, hier so einen haben, der dann noch links und rechts auf Kolben hin und her fährt. Das müsste auch gehen. Aber das wird schon wieder dann ein Einzelprojekt, wo wir auf jeden Fall zumindest mal Paraffinerien für haben sollten, habe ich so das Gefühl. Ja, das sollten wir. Also bauen wir hier vielleicht erstmal was, was gerade reinfährt. Hast recht. Im Scheitelpunkt. So, dann gucken wir, bis hierhin geht das ungefähr. Vor allem ist schon geil, so wie du sagst, wenn innerseits das Loch ist, weil wir dann hinten mit dem Geländer abschließen können, ne? 3 Kolben, 4 Kolben. Da kommt im Endeffekt das Trockendock aus dem Berg heraus. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt nur gerade keinerlei Vorstellung, wie du jetzt mit dem Bohrer ansetzen willst, deswegen überlasse ich dir das jetzt einfach mal. Einverstanden. Mir ist halt nur wichtig, dass nach unten genug Spielraum ist, weil ich habe keinen Bock, dann am Ende eingeengt zu sein. Weißt du? So nach dem Motto, könnte ich weiterbauen, weil unten kein Platz mehr. Ja, also im Zweifel baue ich dir einen Flieger und buddel dann noch mehr Platz. Das wollte ich halt vermeiden, mit dem Kolbensystem zum Schiff anbieten. Na, ich verstehe das, aber ich dachte, das ist... Boah. Und im Skript habe ich nur Autominer benutzt. Ja, ja. Na gut, ich starte mal den Motor neu dazu. Jo, nur und mal eben, Jori. Das sind die Worte, die wir hier am liebsten hören. Ah nein, Small Steel Tubes, die können die doch noch nicht. Weg. Jori, ich hab... Und er ist weg. Sehr schön. Jobri, ich hab. Es ist wie bei Medieval, bei Toto und Warrior und meinem Spielstand hat er gesagt, er macht den Landwirt. Dann kam er online. Dann hat er gesehen, was wir für Felder hingelegt haben für ihn. Ja. Hat er bloß noch gefragt, ob wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben. Echt? Warum das denn? Das ist aber nicht nett, Jobri. Vor allem, wenn die Leute für dich alles vorbereiten. Das macht man aber nicht. Ne, bis gleich. Jo. Stehen, da sollst du doch bauen. So viel habe ich schon. Habe mir jetzt einen Bierstein besorgt. Und was ist ein Biersteinbärchen? Jomri, ich habe, hallo, ich habe alle Felder bis auf eins gekrobert. Sehr, sehr gut, Jomri. Weiter so. Ach Dreck, jetzt weiß ich wieder, warum das auch so aufwendig war. Ne? Man braucht ja auch noch Strombenzin. Boah, lästig. Was haben wir denn da? Machen wir mal 5, ne? Zwei, vier, sechs, sieben. 5. 1, 2, 3, 4. Ach, hier habe ich auch einen 5. angesetzt. Nee, will ich aber nicht. Ich will da einen noch Luft zwischen nehmen. So. Fast vergessen, damit der ganze Kram läuft, brauchen wir ja Windräder. So. 1, 2. Und dich noch dabei. Habe ich alles drin? Hab ich. Sehr gut. Gib mal raus, was du hast. Den Rest musst du leider herstellen. So, der ist schon mal fertig. Sehr schön. Man muss ihn in die Luft werfen. Okay, und dann? Wenn er wieder zu runterfällt, trinkst du ein Bier. Ah, fällt er zu Boden, musst du ein Bier trinken. Hervorragend. Das klingt nach einer sehr guten Methode. Höchst präzise. Finde ich gut. Finde ich gut, Bärchen. Weiter so.
So, ich gehe mal davon aus, ich kann direkt wieder Stein holen. Das wird wohl nicht reichen, was wir da drin haben, obwohl wir ja doch schon schön was abgebaut haben. Aber wir bauen einfach mal noch mehr ab. Hast du ihn denn schon ausprobiert, Bärchen? Funktioniert er denn? Der Bierstein. Also fällt er zu Boden? Wir schenken. So. Ich ahnte es. Jetzt brauche er also erstmal wieder eine ganze Menge Steine, damit das alles funktioniert. Ist ja nicht schlimm. Haben wir ja da ein bisschen, ne? Ganz dezent. Hallo Toto, mein Lieber. Schön, dass du auch da bist. Wie geht es dir? Dieses Strong Unknown Signal ausschalten, das bringt mir ja eh nichts. So, den Siliziumklumpen kann ich ausschalten, den Spawnpot, da ist noch das Iron. Ja, ein tolles Ding, achtmal geworfen, achtmal Plumps auf dem Boden. Man muss auch mal Glück haben, da hast du vollkommen recht, Bärchen. Gib dir da recht. Jetzt muss das Ding hier erstmal wieder abige, ne? Können den aber mal nach hinten setzen, dann arbeitet er wenigstens erst alles ab, bevor er dann, wie gesagt, anfängt weiter hier Gravel zu machen. Das ist vielleicht aktuell zumindest die etwas bessere Methode. Mal gucken, ob wir den schon fertig kriegen. Kriegen wir leider noch nicht, na gut. Da ist schon mal so eine Windmühle, auch noch nicht, na gut. Und dann warten wir noch ein bisschen. Deswegen die Idee, Noodles-Dingen auch noch hier hinzuholen, den Drop-Pot, aber da kriegen wir schon alles irgendwie hin, ne? Ah, wir kriegen das schon hin. So, hier jetzt nur mal die Reste einsammeln, wobei wir werden trotzdem wieder mehr brauchen. Da können wir auch noch was abbauen. Disconnected oder connected? Hm? Dann gerade, glaube ich, irgendwas von Player connected oder disconnected. So rausgeflogen? Ich habe jetzt gerade nichts gelesen. Na, bin ich denn blöd? Hm. Oh, vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet. Kann beide sein, ne? Oh, Cargo ist voll. Ah, weil er das scheinbar tatsächlich alles erst produzieren konnte. Okay. Ah, hiervon hat er auf jeden Fall einiges fertiggestellt. Hiervon auch, schon mal gar nicht so schlecht. Hm.
Jetzt werde ich den Kram hier nicht los. Klassiker. Jetzt baut er die Computer. Was fehlt mir denn hier noch? Greta? Structural Components gehen halt einfach immer. Aber Metal Grids brauche ich nicht. Vielleicht müsste ich hier jetzt eigentlich das Ding schon mal fertig ziehen. Habe ich bestimmt schon ein paar wieder rausgeschmissen. Oh, und das ist sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich zumindest unseren Stein schon mal hier reinschmeißen. Ja, und der müsste doch vom Prinzip her sogar schon arbeiten, oder nicht? Wow, hier fehlen jetzt genau die Motoren. Wir finden jetzt noch genau ein paar Computer. Und arbeitet er? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Basisraffinerie arbeitet sehr, sehr gut. So, dann kann er das hier noch fertig machen. Dann können wir jetzt schon mal die Raffinerie weiter füttern. Die kann nämlich einiges mehr verarbeiten, wenn das Survival geht. Machen wir dann natürlich auch, nicht wahr? So, mal gerade gucken. So, sehr geil. Dann ist der Assembler auch am Start. Zumindest der Basic. Bringt uns zwar noch nichts, weil wir da drinnen das Ding noch nicht fertig haben, aber wir können jetzt wenigstens die Teile anfordern. Und das ist halt auch echt verdammt viel wert, ne? So, Produktion. Oh, er hat jetzt keinen Stein mehr. Da sind doch 6000. Mal da, kannst du doch mal ein bisschen herstellen. So, nochmal eine große Ladung in die andere Raffinerie rein. Dann bauen wir da mal die Dingens fertig, die Conveyor. Und dann bauen wir da noch ein paar dran und dann bauen wir nämlich den ersten Bohrer. Wir hatten mal über etwa 40 Blöcke gesprochen, grob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also das bedeutet, wir müssen noch in etwa mindestens 18 Blöcke da rein. Ne? Das sind 2,50. Also 4 sind immer 10 Meter, also etwa ein Kolben. 7 mal 4 macht 28, das heißt, wir sollten Luft haben. Sehr, sehr schön. Also, wie komme ich jetzt auf die 28? Ich habe überlegt, etwa 7 Kolben hier hinzubauen, plus den Bohrer. So, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr. Das sind also dann knapp 70 Meter, die hier rein können. Das dürfte dann ausreichend sein. Da können wir dann hier noch ein bisschen Technik reinpflanzen oder. Da müssen wir dann halt gucken. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, ja erstmal hier alles übergangsmäßig. Geht halt jetzt in erster Linie darum, dass wir mal unsere Produktion bauen. Obwohl, wenn ich das alles direkt außen hingesetzt hätte, wäre das jetzt alles noch etwas einfacher, ne? Muss man jetzt mal dazu sagen. Will ich schon keinen Stein mehr? Ach Quatsch. Was ist das Shit? Braucht der also auch nochmal Stein? Na gut. Mahlzeit allerseits. Hallo mein lieber Hasso. Schön, dass du da bist. Na, wie geht es dir?
Oh, mein Hydrogen geht schon. Da sollten wir aber auch drauf achten. Neuer Spielschein, yo hast du, so sieht's aus. Diesmal ohne Bots, ohne Hunde, ohne Meteoriten. Entspanntes, kreatives Ausrasten. Ganz entspannt. So, voll machen bitte. Kann ich auch schon mit drüber nehmen? Das kann der, glaube ich, auch verarbeiten, ne? Meine ich zumindest. So. Dann könnten wir aber, wie gesagt, diese hier könnten wir doch da reinpacken. Jetzt brauche ich nur. Zack. Das da reingeben, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt hat der auch meine Gier da gebaut. Oh nein, 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 stopp, 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 mein Lieber. Quatsch. So. Entschuldigung. Gesundheit. Entschuldigung. Oh, wei. Gesundheit. Sorry, der kam schnell. Hallo Mango, mein Lieber. Wow. Boah, der hat gezogen, du. Holla die Waldfee. Der ging aber ab. So, alle wieder wach? Brr. Boah. Alter Schwede. Oh. Gesundheit mal zwei. Danke, Bärchen. So, jetzt können wir den fertig bauen. Das heißt, der kriegt jetzt schon automatisch seine Teile aus der Raffinerie. Das haben wir auch hingekriegt. Hervorragend. Jetzt ziehen wir hier mal alles andere noch raus, was wir hier gebaut haben. Aber der will. Oh, da hinten ist ein anderes Signal. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das sollten wir aber. Genau, bauen wir hier schön die Motoren. Ich glaube, die Startplatten können wir uns schenken. Braucht nicht mehr Motoren. Ist mir jetzt egal, ich ziehe jetzt hier alles raus. Auch an Eisen, Silizium, Nickel etc. Das nehmen wir alles mit. Packen wir dann hier jetzt rein. Und Gesundheit und aufwischen. Werde ich tun, Hasso. Werde ich tun. Boah, das kam jetzt sehr überraschend alles. So, jetzt machen wir erstmal das Grau. Ein helleres Grau, oder? Nein, wir lassen das dunkelgrau, aber ich hätte gern Weltless. So, und dann machen wir mal hier, wie ging das denn? So, ne? Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja, habe ich. Sehr schön. So. Und das jetzt erstmal hier rein. Jetzt hätte ich aber gerne noch ein paar davon. Weil wir machen jetzt direkt Folgendes. Und zwar, wie heißt es so schön? Think Big. Das tun wir jetzt. Wir werden direkt noch zwei davon bauen. Also noch zwei kleine Raffinerien, noch zwei Assembler, Standard Assembler. Dann geht das alles etwas schneller, hoffe ich. Weil wir uns die Ressourcen natürlich sparen könnten. Ne? Ich kann aber auch noch keine Metal Grids bauen. Ich habe aber. Ich habe exakt vier Metal Grids, ne? Stimmt, ich habe exakt vier Metal Grids. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr praktisch. Wo stelle ich den jetzt hin? Hier drunter? Nee, hier, ne? Ja. Ja, wir stellen den hier drunter. So. So, hallo lieber Desolatio Lupus. Schön, dass du da bist. So.
Das hätte ich auch gerne in der Produktion. Die Metal Rings noch hier raus, das noch hier raus. So, das kann man schon mal hier drinnen verbrauchen. Hallo. So, sehr schön. Das arbeitet auch und los geht's. So, kleiner Assembler arbeitet, kleine Raffinerie arbeitet. Jetzt heißt es Raffinerie füttern und mehr Arbeit. Kommt wieder das Lästigste. Das ist ja aber immer so am Anfang, wie wir leider alle wissen. Ne? Steine klopfen. Obwohl, nee, wir könnten auch dazu. Ja, das könnte knapp werden mit Hydrogen. Ne? Obwohl, wir könnten da hinten zur Eisenlinie fliegen und da ein bisschen Eisen mal herholen. Mal mit der Flugzeit sind wir vermutlich hiermit schneller wieder. Klassiker, ne? Ein absoluter Klassiker. Am Loch, am Anfang ist der Lochdienst sehr beliebt und unausweichlich, das stimmt. Ich habe ja Unterstützung, ich habe ja Nudel hier, der regelt das jetzt, warte mal ab, der ist jetzt gleich wieder hier, hat er richtig Bock drauf. Ja, und dann einfach hier rein und go. Gucken, was schon fertig ist, ist schon alles hier für fertig, das ist ziemlich genial. So, 4 Metal Grids kann er nicht mitnehmen, juckt uns nicht, weil die hatten wir noch von unserem Triebwerk. Sehr cool. So, der zweite. Der nächste. Oh. Was ist da los? Hat er nicht gebaut, oder? Kannst du wegmachen, ja. So, sehr, sehr schön. Cool, das hat schon mal funktioniert. Sehr gut. So, jetzt, wie gesagt, Think Big. Das geklappt, hat geklappt. Ich bin mal den Kaffeespammer looten. Looten. Mach das, mein Lieber, mach das. So, und weiter. Auf geht's. Das ist schon ein sehr, sehr langer Tag. Keine Ahnung, ob das so sein muss, ist aber eigentlich auch egal. Hauptsache, wir kriegen hier Material. Da ist er wieder. Los, rein ins Loch. Stein holen. Ja. Wir brauchen mehr Stein. Der Delay ist weg. Ja, siehst du. Vodafone ist trotzdem scheiße. Das ist trotzdem scheiße. Ach, Vodafone. Okay. Ich will mich jetzt gar nicht so beschweren. Was machst du da? Wer das nicht kann, das muss es lernen. Nee. Also, 1 Gigabyte für den Preis, 1 Gigabit für den Preis, unschlagbar. Klar gibt es vielleicht Anbieter, die da etwas zuverlässiger sind. Oder die vielleicht noch eine höhere Qualität haben, weniger Rauschen, was auch immer. Ziemlich also alle anderen. Ich habe ein Vergleichsangebot von der Telekom für 1 Gigabit.
Die wollen das 2,5-fache. Also, ja, lassen wir das besser. Ja, jetzt kann ich auch richtig buddeln. Jetzt geht's los. Oh je, er hat Motivation. Nicht gut. Ja, geht, ne? Ich dachte ja, wir spielen heute nach Think Big. Guck mal, hier liegt ja noch jede Menge rum, Mensch. Ja, aufräumen hier. So. Dafür gibt's das sogenannte Sniffelstück. Geil. Schütze an dem Boden auf dem Dachboden fällig. Cool. Glückwunsch, Mango. Das ist doch sehr schön. Das sind doch mal sehr, sehr gute Nachrichten. Was produziert ihr denn hier? Warum fresst ihr meine Kohlen? Ihr produziert wieder alles außer die Stahldinger. Ja, wenn ihr zu wenig Material kriegt. Dreck. Ah, mehr Material rein. Was hat er mit Muttis Warzen? Hä? Wieso Muttis Warzen? Warte. Baue eine Ausweichstelle. Ausweichgleis. Genau. Oder Motivation. Ja, Motivation, genau. Lass das. Jetzt geht das wieder los. Ja, yeah. Katastrophe. Ist das der Tara? Nein, nicht. Wer denn? Michel? In welches Loch soll ich jetzt reinstecken? Was? Nee, also da drüben in die Raffinerie reinlunzen, bitte. Cargo-Container oder direkt in die Raffinerie? Ist egal, direkt in die Raffinerie. Alt, mittlere Maustaste, dann schmeißt er eh alles weg, packt er dahin, wo Platz ist. Von daher ist, wie gesagt, wurscht. Der hat jetzt alles an Kleinteilen produziert, großartig. Naja, wird schon. Er macht das schon. Und ja, ab und zu scheint er auch eine Stahlplatte zwischendrin zu packen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, zu zweit Steinhuhn geht auf jeden Fall direkt sozusagen fast doppelt so schnell. Sehr vom Vorteil. Ah, Dreck, anderen Signal. Ah, ne, 4 Kilometer, das meine ich. Das ist mir zu weit. Auch wenn wir das jetzt gut gebrauchen könnten, das ist mir zu weit. Muss ich ja hin und wieder zurück. Und, oh, weißt du, was der Sprit kostet? Ja, komm, mehr. Was ist denn los mit dir? Einfach mal hier drauf zu. Nicht so zimperlich. Los, ach, Mango, was mit dir? Skin. Komm rein. Wir haben zwar noch nichts, aber nicht schlimm. Oh, hier liegt eine Menge noch. Huch. Verdammt nochmal, wo bleiben die Motoren? Hätten wir schon längst eine weitere Raffinerie in Betrieb nehmen können. Nee, Kinder, ich muss mir einmal kurz die Nase putzen. Und ich gehe mal eben am Ofen gucken. Bis gleich. Okay.
Mensch, 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 Mensch. Gut, dass wir nach dem Ofen geguckt haben. Hallo Joster, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ofen gucken wollt ihr auch noch, genau. Und ich war auch noch mal fix auf Toilette. Ich hoffe, Nudel hat hier schön weitergemacht. Scheinbar nicht, sonst wäre ja die Produktion fertig. Wirklich. So, okay, ich konnte hören, mein Bier scheint mal wieder zu Boden gefallen. Ich habe heute eine Serie. Schön. Hat er die anderen beiden scheinbar gar nicht mitproduziert? Was ist denn da jetzt los? Irgendwas stimmt doch da nicht. Da läuft noch so viel in der Produktion. 149. Ja, der ganze Rest hier. Okay, hier fehlen noch Stahlplatten. Was? Oh, er funktioniert aber schon, aber hier fehlt doch noch eine ganze Menge. Und hier doch auch. Was ist denn der ganze Rest? Aha. So, sehr schön. So ein Ofen ist wie eine Katze. Wenn es gemütlich werden soll, bedarf der auch regelmäßig einer Zuwendung. Ja, hast du recht. Vollkommen recht. Okay, hier fehlen jetzt auch nur noch Stahlplatten. Sehr, sehr gut. So, was können wir jetzt noch machen? Kooperationsmodus. Kooperationsmodus. So, wir werden aber dann gleich noch mehr Windräder brauchen. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, gute Nudel ist ja hier am Stein sammeln. Noch unnöcher. Wir unterstützen ihn auch direkt mal. Denn dadurch, dass wir jetzt drei Raffinerien haben, dürfte das alles etwas schneller gehen. Etwas viel schneller. So, und immer schön den Stein nehmen, dann habt ihr nämlich direkt Lithium und da ist das andere. Ne, genau, habt ihr auch direkt dabei. Mit Enders Zeug. Ignatium. Was ist das denn? Ja, auf jeden Fall Nickel habt ihr direkt dabei. Dann könnt ihr nämlich auch Motoren etc. sofort herstellen. Das braucht man eigentlich für alles hier. Immer noch Startplatten, der ist fertig, das ist schon mal sehr gut. Machen wir dich jetzt noch fertig, du musst es dann auch, guck mal da, sehr schön. Das heißt, der wird auch funktionieren. Ist zwar jetzt wurscht, da fehlen noch ein paar Startplatten, aber das juckt uns jetzt erstmal nicht. Dann haben wir zumindest schon mal die Produktion sehr krass gesteigert und das ist eine schöne Sache. Da seht ihr, wichtig ist, der funktioniert, dem da fehlen auch noch Startplatten, interessiert uns erstmal nicht. Funktioniert alles und das ist gut. Weep, hallo Mietekatze. Na du, schön, dass du da bist. So, und? Was habe ich euch noch mitgebracht aus dem Wohnzimmer? Richtig! Toffifee. Toffifee. Ich habe kurz überlegt, mir einen ganzen Kuchen reinzudübeln, aber... Huch, jetzt gehst du wieder? Ich glaube, meine Katze möchte mir was sagen. Die hat bestimmt Hunger. Deine Katze, ne? Eigentlich, die haben immer Hunger. Was heißt verworfen, Joster? Performance-mäßig nicht mehr schön spielbar. Ich glaube, das trifft eher.
So, sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir doch zum... Ach nee, wir wollten hier noch ein paar Windräder jetzt bauen, ne? Lästig. Lästig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch. So. Also verworfen aus Gründen, wie NZA Markus immer so schön sagt. Ja, der Neuzeitalter Markus. Hallo liebe Freya, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Soweit gut. Und dir? Ach ja, ich kann nicht klagen, danke. Mango, du kannst auch mitspielen, wenn du willst. Wir brauchen noch Leute, die Stein sammeln. Yay! Wenn ihr morgen zockt, dann könnte ich, ja. Bestimmt. Ich bin selbst beim Space Engineers basteln. Eieieiei, was ist das für ein Spiel? Es nennt sich Space Engineers. Hat dein Liebling übrigens auch. Hat er nur irgendwann die Lust dran verloren, weil man muss hier kreativ denken. Also kannst du im Prinzip alles selber bauen. Alles. Also fast. Kann man zumindest so sagen. Doch, ich denke, das kann man so sagen. Bestes Spiel der Welt. Also sagen zumindest sehr viele. Viele sagen das so. Ja, das stimmt. Das müssen wir mal gerade überlegen. Hinten kommt ja ein Container dran, ne? Ja, der wird dann da draufstehen. Könnten wir ja. So. Ja, er deinstalliert Spiele immer, wenn er nicht mehr aktiv spielt. Ja.
passiert. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr gut, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr gut. Wie war denn das nochmal? 1, 2 immer? 1, 2 oder 1, 2, 3? Ich glaube, wir machen mal 3, ne? Dann die nächste in 5er Abstand. Ne, auch 7, ne? Ja, eine auch 7. We need steel plate. Davon brauchen wir gleich sowieso sehr immer. Also, wo ich immer runterfalle und man mich retten muss. Okay. Ich frag nicht, wie oft ich in Minecraft in den ersten Tagen gestorben bin. Ja, aber hier hast du ein Jetpack. Das geht. Also du siehst hier so, hui. 4, 5, 6, 7. Aua! Wer hat denn die Sachen da in den Weg gelegt? Jetzt war's das. Fuel critical. Zum Glück sagt sie das immer so früh, ne? Was denn? Fuel critical. Na was wohl? Fuel critical. Schau, hier hast du dein Jetpack. Plump, ja. Ja. Hier liegt ein anderes Signal von dir, Nudel. Ja, das solltest du dir holen. Da ist sehr viel Stahl drin. Das können wir gerade jetzt noch gebrauchen am Anfang. Ich hole auch gerade eins. Zack. Och nee, nicht schon wieder. Was ist denn heute los bei mir, Mensch? Entschuldigung. Ich muss wohl wieder die Heizung am Tisch anmachen. Gott. Danke. Gesundheit. Ha? Gesundheit. Danke. Hier ist es. Oder was machst du da? Wir haben hier noch keine Markierung, die sollten wir setzen.
Rockendock. Sehr schön. So, nochmal schnell Nase putzen, tut mir leid. Ach ja. So richtig los werde ich es ja nicht, ne? Hallo Emir Hanseya. Schön, dass du da bist. So, ich verabschiede mich ins Traumland. Huch. Schönen Stream euch noch. Jamie Lee, schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. I'm Türkisch. Ja, congratulations. Welcome to Germany. Welcome to the German stream. So, jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen umbauen. Warum mache ich das jetzt schon? Ich weiß, dass die Dinger uns nachher im Weg sind. Und wenn wir direkt hier so einen Riesenturm bauen, ist das Teil direkt erweiterbar. Kann natürlich sein, dass uns der Riesenturm gleich auch schon im Weg sein wird. Wir kennen das ja. Spätestens wenn das mit den Fluggeschichten anfängt, dann ist einem so ein Turm ja immer im Weg. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Oh. Sagen wir es so. Es ist oft nicht ganz so schlimm. So. So, reicht es jetzt schon für einen einfachen Bohrer hier, oder? Zweifel ich. Bau gleich, wir müssen ja erstmal Kolben da dran schmeißen. Aber ich denke nicht. Ey, wo habe ich denn das schon wieder gebaut? Ging das mit Gustav, oder? Soll ich Deutsch sprechen? Ja, ist zumindest hier vom Vorteil. So, das haben wir. Kloppen wir das hier gleich weg. Haben wir die Stahlplatten auch schon wieder gespart. Naja gut, wir haben sie an anderer Stelle aufgegeben, ist aber wurscht. So, ah, sehr schön, Heizung funktioniert. So. Piston, da sind sie doch. Ach genau, die sind interessanterweise mit bei den Merch-Platten dran. Keine Ahnung warum, aber wenn ich einen Merch-Block drehe, habe ich da einen Kolben dann. Nee. Hä? Ach nee, der Piston hat den Merch-Block mit drin. So, jetzt ist es. So, zack. Gehe in die 9. Klasse und lerne gerade Deutsch, weil ich schreibe es in Übersetzung, so ob ich es verstanden hätte. Okay. Ist auch gar nicht schlecht. So, ne? Grinder. Welder, Drill. So. Okay, den hätte man natürlich jetzt einen Ticken weiter bauen können, aber wir könnten den ja theoretisch auch nach unten noch erweitern, ne? Sollten wir den? Ja klar, wir erweitern den auch nach unten. So,
Ha, geht natürlich nicht. Da ist schon alles im Weg. Ne, machen wir anders. Wir bauen jetzt die Kolben. 4, 5, 6, 7. Zack. So. Hi Andi, schön, dass du auch da bist. Ich laufe weg. Okay. So, dann haben wir 0,1 Vorschub, ne? Das geteilt durch 7. Jetzt können wir alle Bohrer gleichzeitig laufen, das heißt, man einfach 0,01. Fertig. Nochmal durch 10 ist der etwas langsamer, juckt uns der aber nicht. Wie ich jetzt ja gesagt, erstmal, dass alles funktioniert. Na, warte noch mit dem Bohrer. Brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal den Pistenkopf. Haben wir auch. Ne, ich würde. Brauchst du das eigentlich nicht wegbohren, Nudel? Was? Ich dachte, du brauchst da nichts wegbohren. Lieber noch ein bisschen Stein sammeln. Wenn ich gleich die Pisten auf hier dieses Scher Intertensor setze, dann werden die ja alle wieder hoch und dann müssten wir da eigentlich auch den zweiten drunter kriegen. Von der Theorie her. Von der Theorie her. Und dann können wir den zumindest einmal da reindüpsen lassen. Das dürfte dann zumindest für den Anfang reichen. Den einzelnen. Denke ich, das passt dann ganz gut. Oder die zwei, sagen wir mal, es werden vielleicht zwei. Dann tatsächlich fehlt schon wieder Material. Unfassbar. Ey. Na komm. So. Und ne, das fangen wir besser von drüben an, ne? Ja. Bedankt. Ach herrlich, wie schön flüssig noch alles läuft, ne? Ist schon schön. Ist schon schön. Es ist ein bisschen traurig, dass es vermutlich auch bald vorbei ist. Aber ist schon schön. So. Jetzt fangen wir mal langsam aber sicher an. Zack. 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 Oh. Leute, benehmt euch. Da kommt die Chefin. Da kommt meine Hausordnung. Das ist sie. Das ist sie. Geräusche sind unverkennbar. Bedrohliche Schritte. Um näher. Ja, aber. Na, eigentlich ist okay. Eigentlich kommen wir zurecht. Das klingt halt so langweilig, wenn man das sagt, ne?
Na ehrlich. Die Leute wollen doch nicht hören, dass es läuft. Die Leute wollen Drama. Wie bei Space Engineers. Die Leute wollen nicht sehen, dass wir irgendwas hinkriegen. Die Leute wollen sehen, dass es kaputt geht. Na, Nudel? So sieht's aus. So wie damals, als ich die Bombe auf deinen Riesenträger geworfen habe. Yeah, das wollen die Leute sehen. Alles in die Luft geflogen ist. Ah, herrlich. So. Jetzt wird's noch einmal richtig hart. So, Waffen. Zack. Aber wenn wir das haben, dann ist gut. Im Bohrer leise stimmt nicht. Mach das mal. Ich statt die Nitus, ne? Da sagst du was. Oje, oje, fast verpasst. Hallo, mein lieber Kaffee, schön, dass du da bist. Was hättest du fast verpasst? Den Stream, das wäre aber nicht gut. Bohrkolben, so, Geschwindigkeit. Wow, Kaffee, mein Lieber, 23 Monate in Folge, holla die Waldfee, ey. Das kann sich aber sehen lassen, du. Das kann sich aber sehen lassen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielen lieben Dank, mein Lieber, für dein Sub. So. Gehen wir mal noch ein bisschen mit dem Nudel hier buddeln. Ui, das ist ganz schön groß geworden inzwischen, ne? Ja, so sieht das übrigens nicht aus, so, wenn man ein bisschen von Hand startet. Du hättest auch mal was sagen können. Boah, hi Tava! Bärchen musste selber erstmal daran erinnert werden. Also irgendwie scheint das bei Twitch mit der... Naja, wie sagt man? Mit dem Alarm oder was? Oder mit der Information nicht ganz so zu klappen. Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Geschenk-Abo, lieber Kaffee, Antara. Freue ich mich natürlich auch drüber. So. Jetzt können unsere drei Raffinerien hier doch mal ein bisschen Gas geben, ne? Ich sitze in meinem Bunker mitten in Berlin. Meinst du? Maximal Output 400. Aktueller Output 80. Okay, das reicht. Sehr schön. Im Discord announcen hätte gereicht. Ja. So, den können wir doch theoretisch gleich mal wegmachen. Ne? Ja, könnten wir. Ah, wir bauen erstmal jetzt die Bohrer fertig. Ah, jetzt habe ich den falschen. Ne, jetzt habe ich falschen gebaut. Oh, Unknown Signal, das sollten wir uns holen. Ich glaube, da gibt es auch Bots für. Boah, das kann sein, Kaffee. Das weiß ich so nicht. Das weiß ich so nicht. Warum produziert ihr nicht? Okay, ihr seid auf jeden Fall leer. Also ihr seid nicht zugeschmottert, ihr habt tatsächlich einfach zu wenig Zeug. Warum teilt ihr das denn nicht? Hier, ihr könnt auch mit zwei Raffinerien arbeiten. Guck mal, ihr könnt sogar mit drei Raffinerien arbeiten. Toll, ne? Was nicht alles geht. Geistert. Du hast doch fleißig Discord-Admins. Die könnten das ja mal einrichten. Ja, da gebe ich dir genau. Die Discord-Admins könnten das einrichten. Ich gebe dir recht, Kaffee. Kaffee hat recht. Nein. Du kannst da auch unterstützen. Ach komm, ich gehe noch ein bisschen mit ins Loch. Denke noch zwei, drei Mal, dann dürften die Bohrer einsatzbereit sein. Dann haben wir das schon mal aufgehebelt. Hoffentlich. Wenn wir es dann KLUK anstellen und auch von dem gewonnenen Material weitere Bohrer bauen. Aber eigentlich wollen wir ja in die andere Richtung bohren. Was denn? Nee, nach vorne. Du hattest mal erzählt, eine Breite von 40. Achso, ja, dann hast du es aber jetzt sehr großzügig gemacht mit den Kolben. Wieso?
Die schaffen jetzt etwa 28. So, 22 haben wir. Dann sind wir bei 50. Haben wir 10 Luft. Ein Kolben geht 10 Meter. Das sind aber nur 4 Blöcke. Weil ein Block hat 2,50 Meter. Ah. So, du willst wie gesagt 40 Blöcke haben. Also in etwa 100 Meter. Ja, kriegen wir da hin. War das richtig? Ja, in etwa 100 Meter. So, dann machen wir ein bisschen mehr, dass wir noch Luft haben. Wir müssen die ja nicht komplett ausreizen, so ist ja nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das, was die Kolben jetzt an Breite geben. Ja. Das nehmen wir einfach, Punkt. Weil außen die Kante hier am Eis, die können wir immer noch nach hinten versetzen. Ja, und ja. Damit können wir glatt schneiden, weißt du? Ja. Also, so habe ich dann halt gedacht. Und wie gesagt, wir brauchen ja Ressourcen. Also ich würde die zwei jetzt da reinpacken, dann noch einiges am Bohrer da dran klatschen. Keine Ahnung, bis wir so 10, 11 Stück haben oder sowas. Damit wir dann halt auch später da neue Bohrer errichten können, damit die überhaupt in die Richtung gehen. Dies müssen wir ja alles bedenken, mein Lieber. Na, lästig. Was sagt meine Flasche? 32%, das reicht für das andere Signal, ne? Ja, das reicht. Habt ihr neu angefangen oder einfach einen neuen Planeten? Nein, wir haben tatsächlich nach reiflicher Überlegung nochmal neu gestartet. Oder was heißt nochmal? Aber wieder neu gestartet. Allerdings diesmal ohne Meteoriten, ohne Bots, ohne Hunde, also ohne Wölfe. Weil wir ganz entspannt einem Großprojekt nachkommen wollen. Und zwar einem wirklich, wirklich großen Projekt, mit dem man dann auch mal andere Planeten bereisen kann. Wo ist der aktuelle Gedanke? Hi! Was, wer war das? Na, wer wohl? Hausordnung. Der Hausordnung? Ja. Die Juhu, Neustart, ich mag das. Ja, es geht, um ehrlich zu sein. Also ich hätte mich tatsächlich diesmal am liebsten etwas davor gedrückt, weil ich finde doch, was wir da in dem letzten Spielstand gebaut haben und auch was wir da für Flug und Fahrzeuge hatten. Hast du die jetzt gerade gegessen? Nein, die ist falsch. Weil ich habe gedacht, ja, wenn dir was vom Snacken. Och, du bist aber süß. Danke. Was wir da, wie gesagt, halt auch an Fahrzeugen und sowas hatten, das war schon echt eine coole Sache. Oh, Bärchen schreibt, mit einer Herzelein sei gegrüßt. Liebe Grüße zurück. Entschuldigt. Das stimmt schon, aber jeder Neustart ist auch immer eine Chance, neue Dinge zu erschaffen. Ja, so ist halt auch der Gedanke. Und eben auch natürlich aus Fehlern zu lernen. Ne? Beziehungsweise halt jetzt ein bisschen mehr Fokus darauf zu setzen, dass wir eben gemeinsam eine riesengroße Flugbasis direkt erschaffen wollen. Das ist, denke ich, so der größte Unterschied diesmal. Also, dass wir, wie gesagt, da jetzt gemeinsam den Fokus drauf legen, dass wir das dann erstmal fertig kriegen oder halt hinkriegen. Und ich denke auch, das wird eine coole Geschichte. Gesundheit, Dankeschön. Achso, und natürlich auch von uns Grüße an die Hintergrundmittner. Ja, lasst sie mal kurz nach Hause kommen. Ich denke, sie wird sich gleich dazu gesellen. Zumindest hat sie schon ihren Rechner angemacht, also sie wird gleich nicht weit von uns entfernt sein. So, bei einigen zum Beispiel, dass ich das Spiel nicht kann. Okay. Oh, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Ich werde irgendwie die Krankheiten nicht so richtig los. Also, ist nicht mehr schön. Ein Elefant. Ja, es tut mir leid. Ich mache das wirklich nicht extra. Weil gesagt, irgendwie, ich werde meine Seucherei nicht los. Also, es ist komisch dieses Jahr bis jetzt. Dabei ist ja der erste Monat schon fast rum, Mensch. Also
war. Aber ich kann mit Stolz verkünden, ich habe gestern die Reparatur an unserem Fahrzeug ja hoffentlich erfolgreich beendet. Zumindest ist der erste Abend, die erste Probefahrt positiv verlaufen. Das ist doch auch schon mal was. Immer raus, was keine Miete zahlt. Da sagst du was. So. Ich lass mit den mehreren Nachrichten. Du liest ja eh nur jede zweite. Dann schreibe ich lieber länger und packe am Ende 1,5 oder so rein. Ran, damit du weißt, wie die zusammenhängen. Ja, ich habe doch diesmal alle Sachen vorgelesen. Ich habe über viele Neustarts bei vielen Spielen gelernt. Okay, ja. Ich lasse es, du hast recht. Gesundheit davon. Kommt davon, wenn du auf dem Eis immer rumläufst. Also du merkst, Kaffee, das passiert mir nicht nur bei dir. Es tut mir leid. Ah, jetzt macht aber deine Nachricht auch Sinn. Ich habe über viele Neustarts bei vielen Spielen gelernt. Bei einigen zum Beispiel, dass das Spiel nicht kann. Jetzt ergibt der Satz auch endlich Sinn. Ich werde mir erstmal einen warmen Stein holen. Besser ist das fast auch. Hol dir einen warmen Stein. Aber nicht zum Stein von Astro TV, oder? Astro TV, Beste. Ist einfach so. So, pass auf. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die 120 Startplatten wieder rauskriegen, denn Achtung, kleiner Trick, das Teil funktioniert halt auch so. Und der braucht aber 180, damit er überhaupt funktioniert. Na, jetzt können wir uns hier schon unser Zeug rausholen. Alles gut, aber Gesundheit auch von mir. Dankeschön. Kannst du aktuell wohl brauchen. Ich zwar auch, aber bei mir ist das offensichtlich aktuell nichts, was irgendwer rausfinden möchte. Hä? Was ist los bei dir, Kaffee? Mein Stein wird auch nicht kalt vom Hochwerfen. Oh. Was ist denn bei dir los, mein Lieber? Hast du was Ernstes? Ich hoffe nicht. Das wäre aber, Mist. Komm, Nudel, noch eine Ladung Stein, dann habe ich unsere Bohrer am Laufen. Dann können wir da den ersten Testbohr machen. Den ersten Bohrtest, ja, ne? Eins von beiden. So, ich habe noch hier Reste eingesammelt. Gut für die Performance. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr buddeln. Gib dem mal einen Moment Geduld. Oh. Ja, ich weiß, du machst das so gerne. Ich wollte jetzt machen bis zum Endgame. Ich ahnte es. So, Achtung, liebe Leute, es wird vermutlich laut. Orin, steck in die Röhre. So. Oh, guck dir das an, was der Material einsammelt. Geil! Oh, ein paar mehr Umdrehungen hier, da muss drücken. Ja, drückt doch schon. Nee, ich dachte, wir lassen ihn lieber etwas langsam, also etwas zaghaft laufen. Dafür... Ja, das ist richtig, dafür schneidet er ja Kletter. Ja, aber das tut, kann ich dir nicht sagen, aber es kompensiert unseren nicht vorhandenen Speicherplatz. Also unseren nicht vorhandenen Lagerplatz, weil so viel haben wir noch nicht davon. Na, die Bohrer haben ja selbst genug. Willst du einen normalen 23... Container haben oder so einen Industriecontainer? Industrie, Alter, was willst du da? Wir wollen mal kleine Container. Nee, ich meine von der Optik her. Ach so. Okay, die Industrien, aber... die haben bessere Anschlüsse gehabt. Ne? Die standardmäßig haben bessere Anschlüsse. Ja, gehabt. Die haben mehrere auf jeden Fall. Nee, hey, lass ruhig die ordentlichen nehmen. Die DLC-Dinger sehen schon geil aus. Ja, das stimmt wohl. Und die kann man ja auch jetzt schon so platzieren, dass fix ist quasi. Also außerhalb der. Ich hätte sie jetzt erstmal oder einen hier hinten dran geklatscht. Ja, wir können sie ablaufen lassen mit diesen komischen Filtern da, ne? So, und dann, was willst du die mit den komischen Filtern? Ja, wir können sie ja zur Not ablaufen lassen mit diesen Filtern. Diesen Rausziehdinger. So. Wo du eingeben kannst, diesen Artikel da hinschieben. Ja, das geht. Das stimmt. Mein Stein wird nicht kalt. Mein Stein ist aber auch nicht zum Rumwerfen da, ja. Das Übliche, und ich weiß nicht, ob ich was Ernstes hat, aber das werde ich auch nicht erfahren, wenn es keiner diagnostizieren mag. Ich kann sagen, seit jetzt 3 Jahren bringt es mich nicht um. Huch. Für langsam laufen lassen, läuft er aber schnell. Wenn ich langsam habe, dann sieht man die Bewegung kaum. Naja gut, es sind 7 Kolben und die laufen jetzt mit 0,01. Containerplatz kann man nie genug haben. Geht! Ich glaube 0,01 habe ich auch immer genommen. Das waren Klemmbausteine, die kann man nie genug haben. Klemmbausteine und Waffen und vielleicht Munition. Emine, jetzt aber. Ich hab hier mal mehr hier.
jetzt kaputt? Nö, ich hab den ja gar nicht fertig gebaut. Ich hab ja Material gespart. Ach stimmt, du bist über die Linie gegangen, ne? Ja, fertig. Und dann habe ich den anderen weiter fertig gemacht. Und da fehlen jetzt noch pro Bohrer 120 Stahlplatten oder so. Deswegen, das musste jetzt noch sein, das haben wir jetzt gemacht und jetzt geht's weiter. So, jetzt hat er Bodenkontakt, jetzt geht's los. So, jetzt kann ich die Grafik wieder hochdrehen hier, Gott sei Dank. Vorsichtige Grasänderbereich 5000 Meter. So. Bäume 2 Kilometer. So ist das. So, jetzt müssen die Raffinerien auch, denke ich mal, alle was zu tun haben. Hoffe ich zumindest. Nö. Okay. Eine läuft jetzt gerade mal. Ah, doch, da, die zweite läuft auch an. Ja, die hat jetzt erst ernsthaften Bodenkontakt. Na gut, Klemmbausteine habe ich hier auch reichlich. Irgendwas um die 300 Kilo. Boah. Ich muss gerade an Ted denken, also den Film. Nichts ist mächtiger als ein Kindermund, als ein Kinderwunsch. Außer ein Apache-Hubschrauber. Das ist eine wahrhaft mächtige Kampfmaschine. Das stimmt. Das stimmt. So, zwei Raffinerien laufen, die eine aber noch nicht durchgängig. Produktion sieht gut aus. Der hier muss noch ein bisschen arbeiten, macht er aber, ist aber wunderbar. Wenn der dann nämlich fertig hat. Sammelst du auch brav deine anderen Signals ein? Ja. Sehr gut, dann los. Oh, das wird eine Katastrophe. Das wird eine Katastrophe. Weil das Ding vermutlich noch weiter wie hier reinfahren wird. Schätze ich. Ja. Trinken nicht vergessen, ihr Lieben. Auch alle Mitspieler. Genau. Stay hydrated, stay healthy. Du sagst es, Bärchen. Abbrochen. Schön, dass du uns daran erinnerst. Kann ja nicht jeder so eine Glücksserie haben wie du mit deinem Stein. So, sehr schön. Jetzt haben wir den auch voll. So, da haben wir alles rausgezogen. Dann baue ich jetzt noch ein paar Windräder. Denn die werden wir gleich brauchen. So, dann sollten wir noch einen großen Cargo bauen. Dann könnten wir von der Theorie her schon hingehen und weitere Bohrer planen. Und in Verbindung damit, an nur noch 60 Sekunden, bleiben Sie an ihm dran. Sir, ich habe eine A-Star, kein Apache. 180, 190, 200, erst recht. Ja, genau, stimmt. Wo die den mit dem Polizeihubschrauber verfolgen, ich erinnere mich. Oder mit dem TV-Hubschrauber, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Genau, wollte ich gerade schreiben, voll irre. Wieder plumps, auf den Boden, zack, ein Bier. Ich hoffe, ein kalter Hopfensaft ist auch okay. Sowieso, Andi. Sowieso. Ein Drittel haben wir. Ja, er geht so ein bisschen was über die Grasnarbe hinaus. Das passt. Überlegschütze, machen wir uns das einfacher, wenn die hier hinten. Obwohl, nee, machen wir nicht. Nee, denkst du immer. So, noch zwei Interieurplatten. Dann genau hier. Ich würde schon fast sagen, hier, wo du jetzt einen Bohrer angesetzt hast, ne? Ja, wo? Also diese Ebene, wo die Kolben langlaufen. Ja. Das wird das als Ende. Nee, kannst nicht als Ende definieren, weil ich nicht weiß, wie lang die Karre wird.
Ja, ist ja wurscht. Wenn wir da in der Mitte einen großen Schacht haben, ist das einfach nach links oder rechts zu buddeln. Aber wir haben mehr Ansatzpunkte haben dann. Ne? Richtig. Könnten das Ding ja sogar auf den Kolben setzen, auf den Rotor setzen. Können wir den 90 Grad nach da laufen lassen, drehen den dann um. Ja, lassen wir das. Ich glaube, abbauen und wieder zusammenbauen ist... Ist der beste Weg. Ist auf jeden Fall zuverlässiger, wie das, was ich gerade vor mir gegeben habe. So cool das auch wieder wäre. Und scharniere. Ja, genau. Nee, ist nicht. Ich spare mir die Hopfen. Kaltschale aktuell, damit ich nicht meine Leber belaste. Was? Solange ich nicht weiß, was ich habe, ist das wohl besser, einiges im Schongang zu nutzen. Da hast du recht. Da hast du recht, Kaffee. Achtung, Bohrer haben Rücklauf. Stoppen. Wir haben Rücklauf. Schaut sich zurück und ist gleich voll der Baukopf. Ach so. Jo, Kolben sind angehalten. Ja, Raffinerien sind alle drei voll und hier der kleine Container ist auch mit 42.000 voll. Sehr schön. Für die Stromversorgung hast du schon eine schicke Fummelprimel in die Landschaft gestellt, oder? Ich finde auch. Die gute Fummelprimel. Leber, ich trinke auch Milz. Ach, herrlich. So, dann brauchen wir Batterie. So, Charaktertools. Dann würde ich sagen, machen wir mal für den Anfang 2 Stück. Ja, ne? Was? Batterien. Große Blöcke meinst du? Ach, wir setzen die hier. Wir setzen mal einfach eine hier mit an den Stromturm. Fertig. Ja, ich würde sagen, lass den Stromturm hier als Außenkante nehmen. Ja, ich hätte den jetzt, oder ich hätte hier das Ding als Außenkante genommen, weil dann kommen wir uns auch mit den Windrädern nicht in die Quere. Ja, sieht gut aus, ja. Also von der Theorie her. Also nach deiner theoretischen Rechnung sollten das hier etwas mehr als 40 Felder reingehen dann, ne? 50 insgesamt. Also von hier, ne, von dieser Kante bis nach rein, könnten knapp 50 Felder werden. Könnten. Wir können ja gleich einfach zählen und dann... Also ich bin ja immer ein Freund davon, weil ich es in Space Engineers so gelernt habe, mach ungerade Zahlen. Also wenn du sagst, pass auf, ich will ein Deck haben von 40 Blöcken Breite, dann würde ich sagen, mach 39 oder 41. Oder weil es dann cooler ist, mach 45 oder so. Aus dem ganz einfachen Grund, viele Sachen sind halt genau 2 Blöcke groß oder eben 3. Ne? Die Container sind 3x3. So, der Jump Drive ist 3x3. So, setzt du davon 2 hin nebeneinander, also links und rechts, hast du schon wieder 6. Willst du aber in der Mitte noch durchgehen oder brauchst noch einen Conveyor, um zum Beispiel deinen ganzen Gekram zu verbinden, bist du halt bei 7. Man kann natürlich auch links und rechts einfach immer parallel arbeiten, ne, dass man so ein redundantes System hat, was auch nicht schlecht ist. Dann kannst du auch mit geraden Zahlen sehr, sehr gut arbeiten. Gibt es nicht irgendein Bildbearbeitungsprogramm, wo man Bilder hochladen kann und die dann mit einem Lineal vermessen, die Proportion zum Beispiel, wie breit im Verhältnis zur Länge und so? Ich glaube nicht, aber ich weiß. Kann das Paint? Nee, ne, kann es nicht. Ich glaube nicht. Naja, du kannst theoretisch überall, also wenn du es ganz banal haben willst, dann machst du dir das Bild auf in Word, machst Größe 100 und nimmst ein Lineal. Wir müssen unseren Spielstand auch mal vorantreiben. Aber naja, kommt Zeit, kommt Dead Alus. Okay. Aber ich trinke auch in Maßen. Siehst du? Maßen. Maßen meine ich. Ist ja auch richtig. Eine Maß ist doch das einzige Glas, um Bier draus zu trinken. Ja. Du meinst aber schon die Glasgröße, oder? Hatte ich das Ding jetzt gebaut oder angefordert? Scheint so. Ja, wenn ich das so sehe, habe ich das. Das in den Sternchen waren die Gruppen, ne? Die ersten, genau. Ich habe die Kolben zum Beispiel jetzt einfach nur ausgeschaltet. Also wenn du die anklickst, einfach nur wieder einschalten, dann sollte es weiterlaufen. Block umschalten an. Nein, Block umschalten brauchst du nicht. Brauchst nur einschalten. Nicht umschalten, nur einschalten. Nein, aus. Ganz oben. Block Terminal anzeigen, Block bla bla bla. Ne, du musst hier schon draufklicken. Also du gehst einmal auf Bohrkolben, ganz oben. Ja. Und dann steht ganz oben Toggle Block On. Also schalt den Block ein. Wenn ich steht oben Block umschalten. Das heißt doch nicht Block umschalten. Also das allererste, das hier. Bist du drauf? Hi.
Guck mal, das habe ich jetzt geändert, jetzt laufen die weiter. Auf Deutsch Block umschalten. Das ist aber falsch. Also ich starte es umsetzen. Ja, okay, ist ja auch wurscht. Jetzt laufen sie weiter. Oder brauchen wir noch? Ne, geht, ne? Ah, geht. So. Strom kriegen wir jetzt auch. Strombenzin, das ist doch auch eine schöne Sache. Und hier noch eine kleine Mütze drüber. Wunderbar. Jetzt hält das Ding auch. Ne? Was geht? Nicht viel. Und bei dir? Hallo, ich möchte ein Spiel bitte spielen. Nein, wollen wir nicht. Was wollen wir nicht? Hudel hat gerade in der Saw-Stimme gesagt, er möchte ein Spiel mit uns spielen. Oder mit dir. Sehr gerne. Welches? Okay. Ja, na klar. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Energie tanken, dann nochmal anderen Signal einsammeln. Und dann könnten wir auch schon den ersten Cut machen. Ne? Ich meine, der Bohrer läuft. Wir sind gelandet. Stromversorgung steht auch. Wäre doch eigentlich eine gute Zeit für einen Cut, oder? Ja, ne? Ich würde sagen, ja. Und jetzt noch das andere Signal. Nee, wir machen jetzt den Cut. Ja, machen jetzt einfach den Cut. So, ihr Lieben. Ich mache einen kurzen Cut für YouTube. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Also, der neue Bereich steht. Bohrer laufen. Und als nächstes versuchen wir, dieses Anon-Signal hier zu kriegen. Oh, der hebt gar nicht mehr ab. Hat keine Kraft. Lustig. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.